Mein Name ist Markus Jungel-Hülsing. Ich bin seit 19 Jahren hier am Klinikum Ernst von Bergmann, der Chefarzt der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. Und außerdem bin ich der Leiter des Zentrums für Kopf- und Halstumoren. Wir versorgen Patienten mit Cochlea-Implant seit 7 Jahren und können hier in der Klinik eine besonders intensive Vor- und Nachbetreuung gewährleisten. Ein Cochlea-Implantat funktioniert so, dass Schallwellen über ein kleines Gerät, was mit einem Magneten am Kopf fixiert ist, nach innen auf einen Transduktor übertragen werden. Und von dort gibt es dann eine Elektrode, die in den Hörnerven hineinführt. Früher waren die vorbehalten Kindern, die surd, also taub oder gehörlos auf die Welt gekommen sind und sonst keinen Spracherwerb hatten. Und heute ist das aber auch eine gute Versorgung für Patienten, die ein- oder beidseits später ertaubt sind. Wenn man Patienten sieht, die zum Beispiel jetzt hochgradig schwerhörig waren, auf einer Seite ertaubt waren und wir schließen das Cochlea-Implant an. Und wenn man bei dieser Erstkontrolle anwesend ist, das ist wirklich rührend, weil die Patienten plötzlich wieder hörakustische Reize haben, die sie seit Jahren oder Jahrzehnten nicht hatten. Und es ist sehr emotional, es ist sehr schön.